Willkommen zurück hier bei Deus Ex und zuallererst möchte ich mich in dieses Security Terminal reinhacken und ich bin sehr gespannt, was es hier bei Everett alles zu entdecken gibt, weil ja zum Beispiel der Alex ihm, oder der Tracer Tong genauer gesagt, ihm nicht vertraut. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, die Kameras ein bisschen auszuschalten. Wer weiß, ob er mich beobachtet. Und ich bin sehr gespannt, was es hier hinten alles gibt. Wow! What are you doing back here? Denton. Right? Yeah. You're alive in that thing? I am conscious. Tell Everett I am cold. He keeps me so cold. Who are you? Do you mind if I ask? The Supreme Enlightened. The leader of the Illuminati. I thought Everett was a leader. I am the leader. I brought the Illuminati up through the 20th century to the height of their power. I had presidents and premiers eating out of my hand. I am the one. Our decline is the result of my own. All we need is for me to get back on my feet. What did Everett tell you? Nothing. I'm merely a waste. Certain technologies. Then I will be restored. Everett has sworn it. Okay. Dann ist da also wohl doch was dran, dass die Illuminaten wieder zurück an die Macht wollen. Und zwar indem sie ihren alten Anführer, der sie schon mal zu großer Macht und zu großem Einfluss geführt hat, einfach wieder erwecken, sozusagen. Wiederbeleben nicht, er lebt ja quasi, aber... Er ist wohl so fast tot. Und das könnte ich jetzt wohl, wie das aussieht, unterbinden. Hoffen wir mal, dass... 8001... Ah, Morpheus, das ist dann der Code für die KI, okay. Das war wohl ein Sekundärziel sogar von mir, so wie das gerade aussah. Ich frage mich gerade, ob es hier oben noch was gibt. Sieht nicht so aus. Also gut. Zurück. What the hell are you doing down there? You just killed Lucius De Beers, an old friend of mine. I know he wasn't doing very well and he was in pain. Still, I had my reasons for keeping him alive. For God's sake, he was the former leader of the Illuminati. Stop messing with my equipment and get to the laboratory. So, jetzt darfst du mir auch gerne... Also jetzt glaube ich dir, dass du die Menschheit retten willst und nicht die Illuminaten wieder zum alten Einfluss, zur alten Macht zurückbringen willst. Außerdem den alten Mann da so frieren zu lassen und halb am Leben zu lassen, gegen seinen Willen, vor allem gegen seinen Willen frieren zu lassen, das ist schon ein bisschen daneben. Das kann ich nicht zulassen. So, das hier ist dann wohl das Schloss zum Aquarium. Und, hey, zack, da öffnen. Sehr schön. Und bevor ich jetzt da weiter reingehe, will ich mich doch einfach hier nochmal umschauen. Hoffentlich gibt es da drüben Luft. Hier gibt es jedenfalls Fische. Okay. Aha, ein Atemgerät. Habe ich doch schon. Ich habe doch schon eins. wie blöd, da oben ist ja Luft. Naja, da kann ich immerhin mein Atemgerät dann gleich wieder auffüllen, sobald es leer ist. Puh, was gibt's denn hier? Ich sehe jetzt irgendwie nicht wirklich viele sinnvolle Sachen, die ich hier machen könnte. Irgendwie ist nicht so, ne? Na komm, schmeiß weg. Mist. Was werfe ich denn weg? Komm, wem da? Ich brauche doch keinen Schutzanzug. Ich habe doch Umweltresistenz. Hey, nein, ich habe das Atemgerät. Ach, Menü. Muss das da mitten drauf liegen. Hey. So, jetzt. Das hat es irgendwie gerade nicht so gebracht. Aber immerhin habe ich ein paar Punkte gekriegt, die ich nachher wieder in Fertigkeiten stecken kann. Ist ja immerhin schon mal eine Kleinigkeit.
So, und damit es nicht auffällt, mache ich zu und... Ey, abschließen. Ach, verdammt, ich wollte abschließen. Hier aufmachen, zumachen. So this is where the Illuminati ended up after centuries of conspiring to rule the world. The conspiracy is about to begin again, JC, between you and me. Nicolette was wise to bring us together. Wise like her mother. The most effective partnerships, like Beth's and mine, arise from mutual necessity. I came to talk about the Grey Death. Atanwe said you cracked the virus. A trivial matter. Paige added nothing to the core design. However, what we need to construct is a carbanocarbon ROM module, not exactly a vaccine. Can it be done without a universal constructor? No, we need time on a UC. But I know where we might find one, and also gain access to the US military networks. US military? To stop Icarus from completely destroying the Daedalus AI. Daedalus is a design of mine. It replaced the old Echelon 3 network. Echelon? The surveillance system for the United Nations. So Daedalus was an MJ-12 tool and rebelled? More of a pattern-matching error. It classified Majestic 12 as a terrorist group, alongside the NSF and Silhouette. And alongside the Illuminati, right? Are you sure Daedalus is your ally? What matters to us is that it opposes Majestic 12. We must help it destroy their intelligence apparatus. But that will require the military networks. I have already contacted Gary Savage of X-51. The former Area 51 scientists, are they still camped out at the Vandenberg Air Force Base? They are close to completing a UC, and have the kind of connection Daedalus will need. Sounds like my pilot and I should head to Vandenberg. Yes, I took the liberty of radioing him. Here is the key to the helipad stairway. The door is in the foyer where Atanwe revived you. Good luck. I will be in contact. Okay, also mit der Idee, dass er eine eigene KI hat. Don't forget to say hi to your friend from UNETCO, Mr. Jacobson. Already bumped into him. Very thoughtful of Tom. My own computer technician. I suppose he can help me prepare a comm link for Daedalus. Mit der eigenen KI? Nur habe ich mich in der KI getäuscht. Es ist Daedalus und nicht der andere. Ah, das sieht verlockend aus. Und noch ein Multitool. Andererseits habe ich halt auch nur 12 Stietriche. Und das will ich eigentlich auch nicht noch höher steigern. Mal schauen, kriege ich das auf. Ach, Mist. Was habe ich denn da für Modifikationen eigentlich? Das sieht aus wie ein Laser und das da... Keine Ahnung. Wird nicht so wichtig sein. So, diese Codes hier. War das die 2384? Ja! Ein Implantat. Was habe ich denn da? Sichterweiterung und Zielerfassung. Die Sichterweiterung. Genau, die habe ich schon. Das heißt, die brauche ich nicht. Und hier hätte ich den EMP-Schild oder den ballistischen Schutz. Ballistischer Schutz, genau, den habe ich schon. Ah, ein Upgrade, das ist doch nützlich, das nehme ich. So, was war der Code? Das war der Code für Morpheus. Morpheus? Morpheus, tatsächlich. Was war der andere Code? Der andere Code war 6426. Nein. Hä? Ich hatte doch vorhin die Codes für die... Ah. Wo war das denn? Wo hatte ich die denn? Waren die da? Nee. Nee, da waren die nicht. Nö. Ich habe doch vorhin was gelesen von den Codes für die beiden Dinger da. Ah, dann habe ich mich doch wohl einfach nur vertippt. Okay. Alles gut.
die Regeneration ist schon gut genug. Das ist geil. Das habe ich aber schon komplett. Ach ja, richtig. Den da wollte ich steigern, ne? F8. Nee. Kann ich damit jetzt durch Wände durchschauen? Aha. Allerdings wohl nur auf kurze Distanz. Aber es funktioniert. Saugut. Gefällt mir. Gut, zum Abschied zeige ich hier nochmal Alex. Hi. While you're in the air, I guess I'll be hoping Everett prepared Daedalus for the attack. Alles I hope klar. He knows what he's doing. Ja klar, er kriegt es von hin. Da hinten war doch ein Bot, oder? Achso, ja, ein Medibot. Nee, ich suche gerade eher einen Energiebot. Ich glaube, hier war keiner. Katze. Du bist bestimmt ins Aquarium zu den Fischen, ne? Ach, da ist er doch. Genau, dich habe ich gesucht. So, geht doch. Gut, dann ab zu Jock. Ich öffne den Hubschrauber. Danke. You missed dinner, but help yourself to a snack. Das hatten wir schon. Ich wollte gerade nochmal Danke sagen für die Sojanahrung. It would be rather serendipitous if Bob Page invented something Everett could not figure out. Na gut, tschüss und bis dann. Nächstes Mal mache ich dich blind. Just got refueled. Been waiting for you. Warum liegt der da rum? Warum liegt der da tot rum? Was ist da passiert? Was ist hier passiert? Und was ist das da? Keine Ahnung. Kannst du mir was über deinen Kollegen sagen? Is there a problem? Just looking around. I checked her out. She's fueled up and ready to go. Is something wrong? Huh? No, I said I checked her out. You want the thing to run, right? If you're gonna cross the ocean. Of course. Better safe than sorry. Irgendwie kommt der mir komisch vor. Ein Lamm, okay. I fixed her right up for you. Zeig ich doch, der ist verdächtig. Sogar die Beschreibung sagt, er ist verdächtig. Irgendwas ist doch hier faul, oder? Vor allem, der hier ist tot und auch schön hinten dran irgendwo versteckt. Aha. Ach so. Einfach nur ein kleines Staufach. Gibt es davon vielleicht noch mehr? Ich traue dem gerade nicht. Ich fürchte, dass er da irgendwo eine Bombe versteckt hat oder so. Ich überlege gerade, komm, ich hab noch K.O.-Pfeile, was soll's. Ich will ihn nicht töten, er hat mir ja nichts getan. Aber ich traue ihm einfach gerade nicht. Ich traue mich gerade nicht, hier einfach abzuhauen, während er da unten bei vollem Bewusstsein hinten dran bleibt. Dann mache ich meinen Schwächepunkt und los geht's. Why did you knock out Everett's mechanic? Something about that guy didn't smell right. You better double check your systems. What did he work on? The fuel system. Now that you mention it. Wait a minute. This isn't right. Sag ich doch. What isn't? Oh my god, JC, a bomb. A bomb. It's remote controlled. Hold on. Get out of there. Just have to pull this wire. There. Relax. I disabled the detonator. We can drop the thing in the Atlantic on the way back to the States. Make a good detective, JC. Ready to get out of here? Moment. Just a minute. Don't take all night. Du Sau, hast da eine Bombe angebracht. Mal gucken, was Everett dazu sagt. Das wüsste ich jetzt dann doch gerne mal. Das ist ja immerhin sein Mechaniker. Die Sau. Also da hat Tongbold doch recht, dass man den Typen nicht ganz trauen kann. Ich will ihn jetzt zur Rede stellen. Moment, da hinten war keiner, da war das Aquarium. Hast du irgendwas? Do not to disturb Lucius de Beers. Nö, keine Sorge, der wird nicht mehr gestört.
Den stört niemand mehr. Wenn ich schon dabei bin, dann lade ich mich einfach nochmal auf. So, morgen in Everett. Wobei, ich sage erstmal Alex, dass er recht hatte. The Echelon Kernel was designed almost exclusively for collecting data. So we have to add functionality for memory wipes, threat termination, that kind of thing. Achso. Hab ich einfach überbrückt. Ja, ja, okay. Auch hier nichts Neues. Alter, dein Mechaniker wird mich gerade umbringen. Und meinen Piloten auch. Du Sau. Hey, about your mechanic at the helipad. Something about him seemed a little off. Yes, Pierre. I haven't been able to reach him. What's wrong? Pierre. He sounded American to me. Pierre has never been to America. Who's up there? He's not one of my people. I took him down. The helipad is secure. Well, thank you. A small consolation. I would like to know how he got in here in the first place. I took him down. The helipad is secure. Well, thank you. I took him down. Okay, hier gibt's nichts Neues. Wow. Das ist also doch nicht der von Morgan Everett, angeblich. Na, sagt er, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Aber den hat dann wahrscheinlich MJ-12 hier reingebracht, ja? Um wahrscheinlich oder Unatco oder so, um Jock oder mich auszuschalten. Vielleicht auch uns beide. Puh, Glück gehabt. Ich bin gespannt, ob Zwergesel das gemerkt hat. Ich hoffe ja fast, dass er das nicht gemerkt hat. Und ich dann bei ihm mir anschauen kann, was passiert, wenn man das nicht rechtzeitig merkt. Aber egal, los geht's. Ready? Ja. Let's go. Jock hat auch Eier aus Stahl. Einfach mal so ein Draht rausziehen und dann sagen, oh, deaktiviert. Alles klar. Nicht übel. The snipers heard your helicopter and took off. You guys saved my life. Glad you're all right. Why is Majestic 12 attacking? You with the NSF? We have a common enemy, if that's what you mean. MJ-12 is short a UC. They lost the one in Hong Kong, and now something has happened at the Pasadena Ocean Lab. Are the Vandenberg labs safe? The base is locked down until we can destroy the enemy bots. Unfortunately, MJ-12 disabled our own bot defense system, and no one has been able to activate the backup power. I could give it a shot. Where are the controls? There are two separate units at the west end of the base. It won't be easy. MJ-12 has hacked the security grid and taken control of nearly all of our defenses. Turrets, cameras, alarms, and they have snipers everywhere. Easier than a straight fight with military bots. I suppose you're right. I can give you a map. One of the units is in the main complex. The other one is in an exposed location. The activation code is 5868. Wow! Bots! Bots! Scharfschützen! Alles auf einmal! Gefällt mir! Ich frage mich, wer oder was diese Typen umgelegt hat. Okay, da komme ich dann wohl runter. Hehe. Ja gut, das bringt jetzt halt leider irgendwie gerade auch nichts. Kann ich da hoch? Nein. Oh, man sieht die Sterne. Wie gut. Das finde ich schön. Ich wusste gar nicht, dass es Sterne gibt in diesem Spiel. Beziehungsweise eine mit Sternen gefüllte Himmelskarte oder Himmelstextur. Gut, aber ob ich jetzt den Weg dadurch nehme oder übers Dach, das werde ich, glaube ich, nächstes Mal entscheiden. Und mit nächstes Mal meine ich die nächste Aufnahme. Da ist eine Kamera. Ja, die schlägt natürlich aus bei mir. Genau, ich werde mir was überlegen und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.